Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Transroad USA, heute hier am Sonntag. Ja, ich habe mich leider ein bisschen nicht vertan, verrechnet. Wir fangen halt mit dem Projekt schon wieder früher an, einen Tag früher. Das heißt, mir fehlt eine Folge. Das heißt, weil ich jetzt auch Bock habe, machen wir einfach eine Folge mehr. Warum nicht? Haben wir Lust, haben wir Zeit, haben wir. Auch Zeit wird weniger bis zu meinem Termin, aber das schaffen wir auf jeden Fall noch. So, da ist wieder was fertig. Wo steht's? Boston. Doofe Frage. Zack, von Boston nach Augusta, 5 Tage. Hey, Boston, Boston, 43. Da kommen jetzt ja gleich noch ein paar LKWs dazu, das sollte ja passen. Der Auftrag müsste eigentlich in einem Tag gut zu schaffen sein. Erst wieder rausscrollen, dass wir diesen Sound, diese Soundkulisse nicht haben. Die ist zwar ganz schön und auch ganz gut, aber das Abfall, wo steht er denn jetzt? Schon, der steht schon wieder in Oakland City. Oklahoma, Oakland, ach, keine Ahnung. Egal. So. Ich brauche das da. Obwohl, ich habe hier Kippaufträge. Zack. Wie sieht's denn da aus? Dann kann der damit rein. Habe ich nicht gesagt, Pause? Ich habe gesagt, Pause. Genau, wir haben mal ganz kurz gucken. Ach so, die kommen jetzt alle. Ach so, den hätte ich eigentlich direkt dahinter binden können. Aber ist ja geil. Ist ja auch wurscht. Anhalten. Nächster. Da läuft der hier richtig. Wie sieht es denn mit Erwartungsintervalle aus? Da haben wir jetzt gleich wieder zwei. Wohin fahren die denn? Die fahren nach dort. Wo habe ich denn? Kann der eigentlich danach direkt dort in die Wartung? Die, wo fährt die denn? Ach, die hat nur hier oben. Ja, die fährt ja gleich wieder runter, dann kann die danach in die Wartung. Genau. Ab und zu wünschte ich mir so einen zweiten Bildschirm, wo halt die ganzen Fenster raufkommen. Oder das Fenster müsste rüber, damit man hier so. Also, für die Aufnahmen ist das so natürlich gut. Das ist zwar relativ voll, wenn du dann halt wirklich alles offen hast, aber ich fände halt auch geil, wenn du sagen könntest, dass das Fenster, was hier ist, auf meinem, zum Beispiel jetzt auf meinem zweiten Bildschirm, was ihr jetzt gerade nicht seht, ihr seht halt hier, dass ich hier mit der Maus rübergehen kann. Ja. Aber im zweiten Bildschirm packe das auf dem zweiten Bildschirm, dann dieses hier Fenster auf dem zweiten Bildschirm, das ist immer auf dem zweiten Bildschirm aktualisiert für. Wäre zumindest relativ geil. 2, 4, 5. Es sind alle Admins auf dem TS. 1, 2, 3, 4. Boah, sind alle Admins auf dem TS. Und das eine Stunde, na, Dreiviertelstunde vor Aufnahme. Ach, vor Aufnahme, vor Besprechung. Ach, das macht aber wieder Laune, ey. So, wir können eigentlich weiter. Auch wir laufen, lassen uns sogar weiterlaufen. Das ist auch gut. Ja. 1,3, da ist wieder irgendwo Geld runtergegangen. Hier mal wieder ein bisschen das Ding offen haben, das brauchen wir nicht immer. Auf jeden Fall machen wir aktuell relativ gutes Geld, würde ich mal so spontan behaupten. Ach, New Orleans besucht. 29,37 Städten besucht. Das ist gut. Ey, wir haben ja schon fast alle Städte. Das ist gut. Das gefällt mir eigentlich sogar auch. 1,4 Millionen Euro kommen. Scheiß drauf. Wir müssen Geld ausgeben. Ich will Geld ausgeben. Kaufen. Wir haben jetzt noch einmal in Memphis. Ein zweites Depot. Wo wir auch bald anfangen, die ersten neuen. Wahrscheinlich. Kann ich euch hier mal ganz kurz zeigen. Ich will das HQ betreten. Könnten wir uns überlegen, ob wir uns. Ne, das war wieder verkehrt. Konzession. Die Konzession als nächstes zu legen oder vielleicht schon die Konzession. Was ist denn aktuell ganz gut sogar? Natürlich ist die Autoanhänger-Konzession relativ weit oben. Da könnte man überlegen, wieder verklickt, ob wir direkt uns für 550, für 500k die Konzession für die Autoanhänger kaufen und dann direkt, sag ich mal, zwei Autoanhänger kaufen. Das heißt 500, oder eigentlich könnten wir jetzt schon mal sagen, wir kaufen uns jetzt schon mal die. Schreite zum Freischalten der Kampagne. Schreite zum Freischalten in der. Achso. Das heißt, Rang. Eine weitere Anhängerkonzession vor. Konzession. Wie viel haben wir denn jetzt? Können wir die kaufen? Achso, wir können die noch gar nicht kaufen. Gut, ich habe nichts gesagt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich neue Tieflader kaufen. Oder halt sind denn die Tieflader aktuell gut in der Statistik? Tieflader sind gelb, die sind leicht gestiegen sogar. Na gut, der Standardanhänger ist auf dem Keller oder ist auf dem Keller.
Ist im Keller. Aktuell ist nicht schön, aber werden wir überleben wahrscheinlich. Genau. Ah gut, werden wir überlegen. Wir werden wahrscheinlich dann neue. Oder wir schaffen es bis dahin in der Karriere voranzuschreiten. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wir für den Rang. Hätten wir. Wir brauchen noch Fahrer. Wir brauchen noch Fahreranhänger und Trucks. Brauchen wir noch. Also brauchen wir reintrisch noch zwei neue LKWs. Um daran noch. Obwohl, grundsätzlich ist das möglich, nur das Geld wird dann weniger. Aber wir jetzt ja dann, wenn wir uns zwei neue Trucks kaufen und zwei neue Auflieger, sind wir 4, 6, 6.000 weg plus Fahrer halt. Obwohl Fahrer kosten nichts, sie kosten mich halt nur monatlich und halt. Also heißt, wir sollten schon gucken, ob wir 2 Millionchen zusammen kriegen. Insgesamt, dass wir das kaufen können, dass wir 1, 2 Puffer haben, gut. Also rein theoretisch müssten wir jetzt noch gucken, dass wir jetzt das Geld für die. Ah, der fährt, der wird sogar jetzt ins Depot nach Memphis fahren. Das ist doch schön. Aber dann gucken, was wir hier wieder. Kriegen wir hier wieder Aufträge. Zack. Wie viel haben wir denn gerade? 15 haben wir jetzt gerade gefahren für 11. Das ist ein Tag irgendwas mit 4 Trucks. Das ist ein bisschen kritisch. Machen wir das halt so. Das sollte funktionieren, denke ich. Leib. Es ist natürlich so, wir lernen ja natürlich auch mit jedem weiteren Schritt in dem Spiel. Lernen wir natürlich auch wieder was dazu und können uns dann auch wieder hier auf der Rangliste behaupten, wo wir aktuell auf Platz 2 rumspringen und aktuell auch ganz gut, vielleicht sogar noch Platz 1, ach ja, Platz 2, waren Platz 3 auf 2 am Ende des Monats, 25.06.2018 war aktuell, 18, bis wir in Wirklichkeit da sind, müsste ich jetzt erstmal ein halbes Jahr lang aufhören zu spielen. Aber das Projekt ist aktuell ganz gut, läuft bei mir gut, gefällt glaube ich auch, so wie ich gehört habe, den Zuschauern eigentlich ganz gut. Hat mir zumindest immer gesagt, dass das relativ gut bei euch ja, Marc, läuft, bei euch ankommt. Deswegen läuft das auf jeden Fall noch weiter. Wie sieht es aktuell hier mit der Wartung aus? Alle Flotte, da sieht alles aktuell ganz gut aus. Da haben wir bald einen Kipper, der bald den Go nicht den Geist aufgibt. Oh, hier in San Francisco hätten wir auch sogar noch. Was brauchen wir denn eigentlich? Kipper oder was brauchen wir? Wir brauchen Kipper. Das kriegen wir hin. Kipper. Ach so, da. Das macht mehr Sinn. Quarz, einen Tag, ein irgendwas, 15 Fahrten. Oh, da kriegst du auch direkt Geld. Da werden wir dann im Laufe der Zeit die anderen LKWs davon abziehen. Wie sieht es denn damit aus? Der hat noch genug und hängt in Memphis. Kriegen wir dann von Memphis wieder irgendwas dafür? Aber was? Haben wir da was? Nö. Sorry, wir bieten nichts an. Tut uns leid. Wohin wird er denn jetzt fahren? Der wird nach Memphis fahren. Er steht in Memphis. Nee, doofe Frage. Das heißt, ich müsste hier rein theoretisch erstmal aus Memphis rauskriegen, um wieder neue Aufträge zu bekommen. Ist doch so. Mal kurz gucken, aber kriegen wir in St. Louis was? Das könnte vielleicht sein. Ah, da haben wir doch was. Wir brauchen die da. Die da sind gut da. Wie viele haben wir denn? Zwei, wir haben vier Trucks grundsätzlich zu befahren. Davon sind aktuell auch noch welche on Tour. Shit, etwas hinderlich. Wir lassen jetzt erstmal in die Depots fahren. Ein bisschen zumindest, bis wir die kompletten LKWs wieder da haben. Weil da sind nämlich noch ein paar echt weit weg. So, da haben wir jetzt den, der ist wieder da. Der ist in, stehen alle in Augusta. Zack. Alter. 20 Fahrten Augusta Boston in 9 Tagen ist möglich. Da müssen wir jetzt warten, dass hier die Konzession wieder ein bisschen steigert technisch. Die hängt ja hier aktuell echt im Keller. Darauf warte ich jetzt, bis die wieder da sind. Was haben wir jetzt hier? Wartung. Der fährt jetzt nach dahin. Wo habe ich denn hier, Alter? Die sind ja ewig weit weg. Ist das der kürzeste Weg? Ja, 50 Tage, da schaffen wir auch einen LKW durchzuwarten. Das schaffen wir auf jeden Fall.
Gehe ich davon aus. Eins, drei, eins, vier, eins. Irgendwas. Da, Detroit. Dann müssen wir uns von Detroit wieder irgendwas zurückhaben. Hat er nix? Achso. Zack. August. Ach ne, die haben Pfanne nachträgt. Hä? Mit dem los. Ach ne, das brauche ich. Ich schlaues Wesen. So, die brauchen Detroit. Ingwert, Frischit. Zack. Hat nix, hat was. 8 Stunden zu fahren, das sieht, hört sich gut an. Aktuell penne ich nur zwischen Detroit und Chicago. Finde ich gut. Wenn die dann zumindest fahren, so. Der ist in Memphis, der ist in Memphis, der ist in Memphis und fährt wieder zurück ins Depot. Ja, besser, die fahren auch ins Depot erstmal, weil ich aktuell für die keine Aufträge habe, mich mega ankotzt. Aktuell davon ist aktuell einer auch noch nicht da. Das ist auch noch ein bisschen hinderlich, aber kriegen wir hin. Kunde Level 2, das ist auch hervorragend. Da ist ein Auftrag fertig, 1,53 Millionchen. Davon sind jetzt 4 frei, die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen zurückfahren. Davon ist die jetzt als letztes gekommen. Achso, die fährt ins Depot nach Detroit und die sind alle schon im Depot, das ist gut. Also ich müsste jetzt hier gucken, dass ich in Savannah oder New Orleans Aufträge für die kriege. Gar nicht so einfach. Habe ich mir schon gedacht, dass das nichts wird. So, dann nehmen wir den. Da hier kriegen wir immer was. Für den. So. 14 Tage Zeit, 5 Fahrten, Fahrzeit, 1 Tag 15. Wir haben 4 Fahrzeuge, sind 4, 8, 12, 15 Tage. Besseres gibt. Haben wir die auch wieder on Tour? Dann kriegen wir wahrscheinlich erst in der nächsten oder übernächsten Folge sehen wir dann wahrscheinlich erst, was passiert mit unserem, mit der Aufgabe. Wahrscheinlich sieht das aktuell ganz gut aus, so wie mir das in den Kopf kommt, alle. Der steht da, muss zur Wartung. Kann ich den hinschicken? Nein. Entschuldigung. Dahin. Erstmal, also 1,5 Millionen Euro. Vielleicht wenn wir nächste Woche noch ein bisschen sparen. Steigt eigentlich aktuell Oh, die steigt wieder an. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, wenn die wieder ansteigt. Und wir können es laufen lassen, gerade als die Königin. Das ist doch hervorragend. Erleichtert einen so ein bisschen, wenn alles wieder ein bisschen flüssig läuft. Man hat guten Puff. Oh, halt. Rangliste. 4,3, 5, 7. Wann wird denn am 24. das nächste Mal? Das heißt, 7 Tage weiter. Das heißt, morgen ist die Up ist das morgen ist das Update da. Update. Ja, Update. Sicher mag. Update. Logisch. Steht in Boston. Sie haben ja aktuell so ein bisschen Platz. Wir müssen ein bisschen warten, denn das möchte ich heute auf jeden Fall noch sehen, ob wir da vielleicht vorangeschritten sind, überholt haben, vielleicht sogar schon. Jetzt ist es ziemlich gut. Macht doch mal kurz Pause. Also, wir haben Einnahmen von 3 Millionen Euro, Ausgaben von 1 Million, Summe. Im Endeffekt haben wir 2 Millionen Euro plus gemacht diesen Monat. Das ist gut. Ranglistenplatz. 4,827. Ist gut. Guten Weg nach unten. Unten 1,1 nach oben ist da Platz. Und von da nach oben sind es dann 2, 6, 6.000 Euro. 6, 6,
6000? 600.000. Hei, hei, hei. Und so mal kurz unten durchklicken. Nein. Hier haben wir voll, gerade frisch. Hier kommen sie bald wieder. Hier kommen dann auch mal 45k dazu. Hier kommt 53k dazu. Und hier kommen 23k dazu. Gut. Das heißt, ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen für Transroad USA. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Transroad ganz planmäßig 18 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Danke. Tschüss.